In diesem Video gebe ich dir einen Überblick über die Formelumstellungen beim Drehkegel, auch Umkehraufgaben genannt. Ausgehend von der ersten Formel haben wir hier gegeben die allgemeine Formel für die Oberfläche. Diese lautet Grundfläche plus Mantel. Da es sich um einen Spitzenkörper handelt, haben wir nur eine Grundfläche. Und wenn wir jetzt davon ausgehend die Grundfläche wissen wollen, müssen wir von der Oberfläche den Mantel abziehen. Beim Mantel gleicher Vorgang, nur mit anderen Voraussetzungen. Wenn ich den Mantel wissen will, muss ich von der Oberfläche die Grundfläche abziehen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung, für was werden diese Formelumstellungen benötigt? Sie werden benötigt, wenn wir zum Beispiel in der Angabe schon die Oberfläche haben und dann den Mantel oder in diesem Fall jetzt die Grundfläche berechnen müssen. Zweite Formel für die Oberfläche, und das ist die spezielle Formel für den Drehkegel. Diese lautet, Oberfläche ist Radius mal Pi mal Klammer Radius plus S Mantellinie. Und hier ist vor allem die Mantellinie S interessant. Diese wird berechnet, indem wir folgende Umstellungen vornehmen. Wir dividieren zuerst durch R mal Pi und ziehen dann R ab, weil damit S übrig bleibt. Die ganze Formel lautet Oberfläche geteilt durch Klammer R mal Pi, Klammer zu, minus R. Dann haben wir die Volumensformel, hier gleich die spezielle Volumensformel für den Drehkegel. Diese lautet Kreis mal Höhe geteilt durch 3, beziehungsweise Flächeninhalt von Kreis. In anderen Worten, R² mal Pi mal H geteilt durch 3. Wie bei allen spitzigen Körper oder spitz zulaufenden Körper wird das Volumen geteilt durch 3 berechnet. Davon ausgehend kann ich jetzt den Radius berechnen. Das ist eine bisschen kompliziertere Formel mit zwei Klammern sogar. Und die eckige Klammer haben wir nur wegen dem hoch 2. Die betrifft dann die Wurzel. Der Rest ist nicht so schwierig. Wir müssen zuerst das Volumen mit 3 multiplizieren, um das geteilt durch 3 wegzubekommen, und dividieren dann durch die anderen zwei Bestandteile, die hier mit mal verbunden werden. Zusammengefasst zu einer Formel ergibt das, wir berechnen den Radius aus dem gegebenen Volumen, indem wir die Quadratwurzel ziehen, aus dem Dreifachen des Volumens geteilt durch Höhe mal Pi. Wenn wir die Höhe berechnen, haben wir jetzt eine einfachere Formel, weil wir ja hier keine Quadratwurzel benötigen. Ebenfalls ist es aber so, dass wir das Volumen mit 3 multiplizieren müssen und eben jetzt durch die anderen zwei Bestandteile dividieren. Das ist in diesem Fall R² mal Pi. Zusammengefasst in einer Formel lautet das 3 mal das Volumen geteilt durch die Klammer R² mal Pi. Dann haben wir die Mantelformel beim Drehkegel. Diese wird ja berechnet mit der Formel Radius mal Pi mal Mantellinie S. Und wenn wir jetzt zum Beispiel den Radius berechnen wollen, müssen wir einfach durch die zwei anderen Bestandteile dividieren. Das ergibt in diesem Fall beim Radius Mantel geteilt durch Pi mal S. Wenn ich das gleiche mit der Mantellinie S berechnen will, dann teile ich den Mantel durch Pi mal R. Und schließlich noch die letzte Formel, die Grundfläche. Die Grundfläche von einem Drehkegel ist ja ein Kreis. Und wenn ich jetzt den Radius daraus berechnen will, dann berechne ich das, indem ich die Quadratwurzel ziehe von der Grundfläche, die durch Pi geteilt ist. Das war ein Überblick über die Umstellung von Formeln beim Drehkegel.